Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und ja, wir sind hier stehen geblieben vor diesem großen Spinnennetz. Naja, würde sagen, vor diesen verschneiten, ja, Riesen-etwas-Dingen, sowas. Ja, dieses halt Riesenrad genannt oder werden sollte in nächster Zukunft. Was das Wetter angeht, es ist einfach nur bescheiden. Schneeregen, das Schlimmste, was es gibt. Ja, wir können es nicht ändern. Wir werden einfach mal, würde ich sagen, anfangen zu bauen. Und werden hier das Riesenrad aus Stein und Glas weiter ja, versuchen schön zu bauen. So, wir gucken mal. Fangen wir hier an der Seite an. Müssen es ja jetzt hier irgendwie so ein Rad rumkriegen. Zack. Jetzt ist die Frage. Da lassen wir einen frei. So. Und bauen uns in so einen Schritte. Bauen wir das in so einen Schritte hinauf. Ob das gut aussieht. Naja, naja, ja. Ich überlege noch. Man könnte es auch anders bauen. Aber wir wollen ja quasi nur ein Rad drum haben. Hier wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Muss ich gucken. Ich glaube, wir machen lieber erstmal oben. Unten machen wir hinterher. So, um das Ganze dann noch ein bisschen besser wirken zu lassen, kann ich da ja noch überall noch mal ein paar dann draufsetzen. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Wir machen erstmal den Grundschliff, würde ich sagen. Einmal. Den habe ich jetzt dort. Genau. Wir müssen jetzt quasi wieder runter. Bis zu dem anderen Stein. Halt. So, warum komme ich da jetzt nicht an? Weil wir nur bis dahin mussten. Ich glaube, bis zu dem. Dann geht es einmal runter. Aber dann bin ich doch normalerweise über dem. Genau. Ist auch richtig. Bin nur gerade irritiert. Hier geht es dann runter. So schwer ist das schon. Ziehen wir jetzt da runter bis zu den einen. Und dann werden wir da noch ein paar Blöcke vielleicht vorsetzen, dass das ein bisschen realistischer aussieht, ein bisschen nach Form. Ich zeige euch gleich, was ich meine. So, zum Beispiel hier oben drauf. Also es wirkt schon nicht schlecht. Da kann man nicht meckern. Zum Beispiel hier möchte ich jetzt zack, 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 zack. Da sind drei frei. So, dass er so ein bisschen nach, ne, so nach einem Rad wirkt, so ein bisschen. Haben wir auch zwei. So. So finde ich das. So finde ich das schon ganz okay. Können wir stehen lassen. So machen wir es an den Seiten dann auch noch. Da jetzt schon ganz runtergezogen bis zum letzten. Da können wir es hier auch runterziehen. Zack, einmal. Und jetzt müssen wir hier in die Richtung gehen. Und zwar müssen wir noch einen runter. Einmal. Einen können wir noch. Genau, und hier ist dann auch schon wieder Ende. Da müssen wir es komplett durch. Also, wir sind bis zu dem. Oh mein Gott. Ein nach vorne.
Oder zwei. Dann nochmal zwei. Und hier nochmal zwei. Und wir sind unten angekommen und können das Ganze verbinden. Bei Tag finde ich die Blöcke irgendwie sehr unsichtbar. Bei Nacht finde ich die irgendwie sehr interessant. Da sehen die Glasblöcke fast schwarz aus. Finde ich auch sehr nice. Ja, geht. Das Rad könnte etwas runder sein, aber ich sag mal so, man kann mit leben. Ich habe schon schönere Räder gesehen. Aber wir belassen das so. Wir belassen das einfach so. Es geht eigentlich, ne? Es geht. Es nimmt auf jeden Fall Form an. Unten können wir es nicht machen, weil wir hier jetzt schon diese Endstation hier haben. Außer wir bauen es. Ja gut, ich könnte das Ganze jetzt hier abreißen. Dann wird es noch ein bisschen formschöner sein. Vielleicht machen wir es in der nächsten Folge. Ich zeige euch, was ich meine dann. Und jetzt hier erst noch mal runter. So, das ist das Ganze, was ich jetzt so haben wollte. Das müssen wir dann auch noch mal komplett auf der anderen Seite bauen. Das müssen wir noch mal komplett auf der anderen Seite auch noch bauen. Und hier unten vielleicht etwas Terraforming. Terraforming können wir noch mal schnell machen. Und zwar, damit wir dieses ganze Kram hier weg haben. Dass wir jetzt das Rad einfach mal fertig bekommen. Das erste. Machen wir das jetzt mal. Normal mache ich das sonst hier nur so in Überlebensmodus, so ein bisschen Terraforming. Aber kann man ja machen. Das muss ja jetzt schnell gehen. Zack. So, damit sich das alles ein bisschen abgleicht oder angleicht. Natürlich dann auch komplett hier so ein bisschen schön das Ganze gestalten. Da muss auch schon alles so ein bisschen verschwinden, sonst sieht das im Ganzen nicht so gut aus. So. Sehr schön. Toll. Gras hängt da in der Luft. So, ich denke, so können wir es erstmal belassen. Und da wollte ich jetzt noch mal hier eine untersetzen, genau, damit das hier auch gut aussieht. Genau, bis dahin und einmal bis hierhin. Sehr schön, jetzt haben wir das so genormt. Wunderschön. Allerdings würde ich da dann auch noch gerne Fackeln dran setzen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir dann auch die andere Seite in Angriff nehmen und gucken dann mal, wie es weitergeht. Ansonsten würde ich sagen, macht's erst einmal wieder gut und schaltet bei der nächsten Folge wieder mit ein.